Die Absicht war von mir, ich gehe jetzt von mir aus, die Geschichte meiner Eltern an Jugendliche in Schulen zu erzählen, weil ich das gefunden habe, dass es zwar eine öffentliche Debatte gibt über Täter in der Nazizeit und Opfer in der Nazizeit, aber was für mein Gefühl ein bisschen zu wenig passiert ist, ist Erzählungen von Leuten, die gegen die Nazis gearbeitet haben, und zwar vom ersten Augenblick an. Und ich meine, das ist was, was erzählt gehört, weil das war das Leben, das meine Eltern gehabt haben. Und ich habe viele Erzählungen in der Kindheit schon mitgekriegt. Und irgendwann einmal habe ich als Lehrer gemeint, ich darf nicht nur Englisch und Sport und Gitarre unterrichten, sondern ich muss den Kindern, Jugendlichen auch erzählen, warum ich der Mensch geworden bin, der ich bin. Und das hat sehr viel zu tun mit den Geschichten, die ich gehört habe. Und ich habe mir gedacht, die gehören weitererzählt. Und dann habe ich angefangen, noch als aktiver Lehrer in der Schule, wo ich unterrichtet habe, das zu machen mit Klassen, die ich selber unterrichtet habe in Englisch und dann mit Klassen, die ich nicht unterrichtet habe. Und dann habe ich irgendwann einmal den Albert eingeladen dazu, weil ich das Gefühl gehabt habe, es bereichert noch die Geschichten, die junge Leute durchaus kennen sollten. Es gibt Parallelen in den Geschichten unserer Eltern und es gibt auch Unterschiede und es gehört dazu. Und es gibt in der Geschichte, die der Peppe heute erzählt hat, auszugsweise, da gibt es aber wieder neue Aspekte. Also ich habe jetzt das dringende Bedürfnis gehabt, wie ich den Peppe zugehört habe, ich möchte ihn, wenn es wiederum in Schulen oder bei Jugendorganisationen, welcher Art auch immer, Interesse gibt für Erzählungen aus dem Widerstand, von einem sehr persönlichen Standpunkt, möchte ich den Peppe dazu einladen. Ja, und ich habe das mit ihm so, das war jetzt der nicht vorbereitete, aber gut improvisierte Teil. Jetzt fangen wir mit dem an, was wir mit Ausnahme einer Veranstaltung bei euch in Hohenau jetzt schon eineinhalb Jahre lang nicht mehr gemacht haben, nämlich in Schulen erzählen die Geschichte unserer Eltern, Großeltern und ein paar passende Lieder dazu. Jetzt ist die Frage, die ich an den Albert richte, wie wünschst du dir es denn? Du bist heute offiziell der Preisträger geworden, das heißt, du bist der Regisseur, sicher, ja. Hast. Ein Lied. Ein Lied? Ein du bist das also Anfang ein Lied. Willst du auch ein spezielles Lied? Nein. Du kennst die Lieder, die, glaube ich. Erste. Die? Nein, ja. Nicht das. Ja, das kann ich machen. Erst Schnauber, dann tot. Ja, ja. So ist es. Der Albert ist der, der bei den Präsentationen in der Schule immer der ist, der sagt, Rudi, jetzt haben wir genug geredet, jetzt singst du wieder was. Oder Rudi, jetzt haben wir genug geredet, jetzt lasst mich wieder was singen. Werden wir sehen, wie das heute ist. Sie hätten es freilich anders halten können, der Gemeinheit arrangieren und hoffen, dass er sie aus Unrecht kennen und irgendwann die Schläge nicht mehr spüren. Sie hätten's können, ja, sie hätten's können, aber nein, gar keine Spur, sie haben Bauern und Stur, sie alles Sand in der Triebe bewegt. Aber nein, gar keine Spur, sie haben ein Hort und Stur den Grundstand für bessere Zeit gelegt. Sie hätten's freilich anders halten können und mit den Räuberbanden mitmarschieren und Städte weit im Osten niederbrennen und das Leben für die Falsches und riskieren. Sie hätten's können,
schwarzer Schuhe sie haben, Bauern mit Stuhl sie alles samt im Getriebe bewegt. Aber nein, gar kein Stuhl sie haben, Bauern mit Stuhl den Grundstein für bessere Tag gibt. Den und sie und selber sich zur Herrenrasse ernennen und Wohnungen und Geschäfte arisieren. Sie hätten's können, ja, sie hätten's können, aber nein, gar keine Spur, sie haben Bauern und Stuhl, sie alles samt im Getriebe bewegt. Aber nein, gar keine Spur, sie haben Bauern und Stuhl, den Grundstein für bessere Tag geht. Sie hätten's freilich anders halten können und vor allem, wenn andere Führer kommandieren und halt und streng von Pflichterfüllung trennen und sie den Anstand außer operieren. Sie hätten es kennen, ja, sie hätten es kennen, aber nein. Genau. So. Danke. Der Albert hat heute was Neues anzubieten, und zwar ein um Jahreszahlen bereinigtes Konzept. Fast bereinigtes Konzept. Ich habe immer die Kritik gekriegt in letzter Zeit, dass ich zu viele Daten einhänge. Also alle genau, wer, wann, wo, wie, was und so weiter. Das habe ich jetzt gelassen. Ich habe es zumindest versucht. Ja, sie hätten es eigentlich einfach auch haben können. Auch meine Familie. Ja, liebe Freundinnen und liebe Freunde, ich möchte euch jetzt da über meine Großeltern und meinen Vater berichten, die in der unsäglichen Zeit des Nationalsozialismus Widerstand geleistet haben. Sie hätten es einfacher haben können. Sie hätten einfach sagen können, macht's was wollt's, oder? So war es nicht. Da war als erstes einmal meine Großmutter, die Gisela. Sie war Jüdin, ist aber dann irgendwann dem katholischen Glauben beigetreten. Das war damals so, da hat man müssen irgendwie beitreten, wenn man geheiratet hat, nämlich. Wenn man Arier geheiratet hat, nein, ist wurscht. Sie war eine sehr starke und energische Frau, die allseits beliebt und angesehen war. Im 10. Bezirk, sie war dort bekannt, jeder hat es kennt. Und dann war mein Großvater, der Albert, nach dem bin ich auch benannt worden. Der war gelernter Feinzeugmechaniker und später Schaffner bei den Wiener Verkehrsbetrieben in der Remise Gudrunstraße. Und dort gibt es auch noch eine Gedenktafel, hängt dort, wo auch namentlich erwähnt wird. Er war bis 1934 Mitglied der SDAP, also der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Und nach dem Februar 1934 ist er der KPÖ beigetreten. Mein Vater ist auch dann mit 15 Jahren zur KPÖ beigetreten. Ja, und der Sohn, der Erich, war ein Schüler im Gymnasium Rheinergassen. Er hat aber die Schule knapp vor der Matura verlassen müssen. Da war als Mischling ersten Grades einfach nur in der Schulzeit kennen. Und hat dann eine Handelsschule für jüdische Jugendliche besucht. Das ist heute die Handelsschule Weiß. Da bei der Gornsplatz irgendwo ist die. Ja, und Albert und Erich waren aktiv im Widerstand gegen den Nationalsozialismus tätig, aber das ist ein Datum, das muss man sagen, sie wurden beide am 13. Oktober 1939 verhaftet. Und mein Großvater, der Albert, wurde am Morzenplatz mehrmals verhört, geschlagen und gequält. Er sollte gezwungen werden, Namen von Mitstreiterinnen und Genossinnen preiszugeben. Nachdem er aber niemand verraten hat, kam er einfach ins Gefängnis. Ist ins Landesgericht gekommen,
eingesperrt worden. Ohne Verhandlung, ohne irgendwas. Und von dort kam er dann ohne Verhandlung in das Konzentrationslager Sachsenhausen, auch im 41er Jahr. Und er wurde dann ins Konzentrationslager Flossenbürg überstellt. Und auf seiner Häftlingskarten, jeder Häftling hatte eine Laufkarte gehabt, Häftlingskarten, stand RU. Das heißt Rückkehr unerwünscht. Ja, und das hat das Ende bedeutet für ihn und er ist dann, wie kann man das sagen, ermordet, hingerichtet worden. Eigentlich hingerichtet worden. Auf ganz brutale Art. Das ist 1938 geschrieben worden, damit ich meinerseits jetzt einmal eine Jahreszahl beitrage. Ist geschrieben worden im Exil, sowohl des Komponisten, also des Textdichters und der Komponistin in Prag. Die haben zu dem Zeitpunkt 1938 in Deutschland, hätten sie auch nicht mehr überleben können. Hans Drach, Text und Gerda Kohlmeier, Musik. Mein Vater wird gesucht. Er kommt nicht mehr nach Haus. Sie hetzen ihn mit Hunden. Vielleicht ist er gefunden und kommt nicht mehr nach Haus. Die Mutter aber weint. Wir lasen den Bericht. Der Vater sei gefangen und hat sich aufgehangen. Das glaub ich aber nicht. Er hat uns doch gesagt, so etwas tät er nicht. Es sagen die Genossen, es hat ihn erschossen, ganz ohne ein Gericht. Heute weiß ich ganz genau, warum sie das getan. Wir werden doch vollenden, was er nicht konnte enden.